Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir sind hier immer noch mitten auf dem Meer. Mit trauriger Miene unterwegs, weil immer noch kein Händler in Sicht. Naja, was will man machen? Wir machen uns wieder auf den Weg nach Hause. Und gucken dann mal, ob wir weiterbauen oder ob wir uns vielleicht doch gleich wieder auf den Weg machen, hier unten mal ein bisschen zu erkunden. Irgendwie habe ich gerade ziemlich Bock, den Händler zu finden. Und wir haben mal schön Wind. Geil. Wir müssen gucken, da vorne kommt Festland. Das ist aber ganz schön stürmisch gerade hier. Ja, ich habe irgendwie gerade ziemlich Bock, den Händler zu finden und keine Ahnung. Die Sache ist, es wäre halt auch besser für das Bauen. Weil wenn wir den Gürtel einmal haben, können wir auch einfach mehr tragen und brauchen da nicht die ganze Zeit, Holz schon wieder leer, wieder zum nächsten Holzstoß, den einsammeln. War ein Kilo zu viel. Nimmt er nicht auf und so weiter. Ihr kennt die ganze Leier. Das müsste halt einfach alles nicht sein, wenn wir den Gürtel hätten. Also hätte ich gern den Gürtel. Und deswegen müssten wir eigentlich weiter auf die Suche gehen. Ich bin am Überlegen, ob wir es machen. Kommen wir denn hier irgendwann wieder rum? Müssen wir mal schauen. Muss ja eigentlich hier rein. Aber hier drüben ist auch noch ein bisschen dunkler Wald, ist prinzipiell... Nein, ich sehe schon wieder Schlundis. Aber mir wird es hier auch ganz schön eng, muss ich sagen. Ach, das wird wieder richtiger Mist. Das wird richtiger Mist. Eigentlich müssten wir gleich hier rechts lang. Ich werde gleich an den Stein anstoßen. Oh, nee, guck mal. Nee, da kommen wir gar nicht durch. Rückzug, Rückzug. Komm, bevor wir hier zu schnell... Mach doch! Ah, da kommt der erste Schlundi. Er macht's wieder nicht. Manu, ich dachte, wir kommen hier durch, weil hier ist ja auch so ein bisschen so ein kleiner Fluss. Ich dachte, das verläuft sich irgendwie auch bis hier vor, aber es sieht nicht danach aus. Könnte vielleicht klappen, wird mir aber zu eng, bevor wir hier wieder die halbe Folge stecken bleiben. Machen wir uns dann doch lieber den Umweg und fahren außen drum herum. Ja, ich hatte einen netten Kommentar, ich blende dich auch gleich mal ein und tatsächlich fiel mir auch genau das nach der letzten Folge ein. Dass ich mir dachte, wie dumm bist du eigentlich, dass ich dieses Trogger-Dorf, was es da gab, dass ich den Spawner kaputt gehauen habe. Das wäre eigentlich perfekt gewesen, um Innereien zu farmen. Portal daneben, immer mal hin, die ganze Zeit die Trogger totkloppen und wir haben ordentlich Innereien und können uns damit fast unendlich Würste produzieren. Oh Gott, hier richtiger Schlundi-Alarm. Ja, fiel mir im Nachhinein ein, nachdem ich die Folge aufgenommen habe, saß ich so da und dachte mir, ey, warte mal, das wäre doch voll nützlich gewesen, du Vollidiot. Weil sonst sind die ja nur in den Krypten und da können wir ja keine Portale aufstellen. Aber im Kommentar stand, glaube ich, auch, dass die jetzt seit dem Patch wo öfter vorkommen. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht das letzte Dorf gewesen sein, was wir sehen durften. Und beim nächsten Mal verspreche ich, baue ich ein Portal hin, wenn ich die Ressourcen für ein Portal einstecken habe. Aber prinzipiell wäre das schon ganz gut, weil ich sag mal, die Würste sind halt auch immerhin immer noch sehr, sehr gut. 55 Gesundheit, 18 Ausdauer. Und meistens sind es ja die Innereien, an denen es scheitert. Beziehungsweise, ja, wir haben auch davon noch einigermaßen Ebenen. Wir haben auch davon noch einigermaßen was in petto, aber meistens sind es halt doch die Innereien, die man nicht so leicht sammeln kann. Sagen wir es mal so. Da hinten kommt auch nochmal Festland. Und dort nochmal vorbeischauen. Ich weiß halt, ich sag's halt immer wieder, es tut mir leid, aber ich weiß halt nicht, wie groß ist der 2-Kilometer-Umkreis. Oh, guck mal, hier können wir wieder Chitin holen. Hätte ich eigentlich Bock zu. Oder? Brauchen wir es oder brauchen wir es nicht? Wie hat sich jetzt schon bewegt? Okay, hier hinten kommen nur Ebenen. Nee, da können wir wieder abdrehen. Ich dachte, vielleicht haben wir Glück. Hier ist noch ein bisschen dunkler Wald, den wir uns anschauen können, aber leider nein. Ja, nee, das Chitin lassen wir jetzt mal liegen. Die einzigen beiden Sachen, wofür ich es aktuell, oder wovon ich weiß, was es uns bringt, ist halt einmal die Harpune und einmal die Klinge. Beides brauche ich nicht wirklich. Also wir haben ja noch Chitin. Ich glaube, die Harpune können wir uns bauen. Das machen wir auch früher oder später nochmal.
aber die Klinge brauche ich selber nicht und ich wüsste nicht, ob wir das noch für irgendwas anderes gerade brauchen. Also lassen wir es mal liegen. Boah, jetzt kommen wir hier echt gar nicht mehr rum, ne? Bin mal gespannt, wann die Insel hier drüben aufhört. Ich glaube, da hinten kommt noch Festland. Ist immer schwer zu erkennen, aber ich würde sagen, da ist ein Berg. Was ist denn das dann? Ist das Gebirge oder? Könnte natürlich auch dunkler Wald sein. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte eigentlich, wir kommen hier irgendwie direkt wieder nach Hause. Jetzt müssen wir hier einen riesen Bogen fahren und dahinter kommt doch auch schon wieder direkt das nächste Festland. Hm. Was macht man? Irgendwo hier oben kommen wir dann wieder ran, aber da können wir das Boot nicht mitnehmen. Ist halt auch doof. Oder wir gehen noch ein bisschen hier in der Gegend gucken. Wir gar nicht erst nach Hause fahren. Prinzipiell müssten wir es ja nicht. Wir haben noch ein bisschen Lagerplatz im Boot. Aber das sieht jetzt hier gerade so aus, als würde ich hier nirgendwo rumkommen. Jetzt kommen wir am Ende erst hier oben raus. Und hier waren wir auch schon gucken. Das ist auch alles Ebenen. Ach kommt, was soll's. Wir driften nochmal ab. Machen uns auf die andere Seite. Vielleicht haben wir ja hier noch irgendwo Glück. Wäre natürlich geil. Meine, die Map ist noch groß genug. Aber bevor wir jetzt hier einen riesen Bogen fahren und am Ende, wir kommen ja hier auch nirgendwo durch, das ist ja alles Festland. Das heißt, wir müssten ja effektiv... Oh Moment, ich muss mal kurz aufs Boot gucken. So, irgendwo hier drüben habe ich Festland gesehen. Wir müssten ja dann effektiv hier einmal komplett rum und hier lang, um hier wieder zur Basis zu kommen. Oder halt irgendwie doch wieder hier unten lang, wenn das hier alles Festland ist. Hm. Wir gehen mal noch hier drüben gucken und vielleicht gehen wir hier oben mal noch schauen. Ich habe halt irgendwie gerade wirklich Bock, den Typen zu finden. Und möchte auch nicht immer so schnell aufgeben, nur weil es jetzt hier unten nicht geklappt hat. Jetzt erstmal wieder anfangen mit Bauen und dann wieder losziehen. Nee, wir ziehen das jetzt einmal durch, bis wir den Typen gefunden haben und dann geht's weiter mit der Bauerei. Und dann müssen wir auch mal noch ein bisschen Gebirge erkunden, also anderes Gebirge als hier. Wir brauchen immer noch den Ort vom Boss. Wäre natürlich cool, wenn wir den finden. So, jetzt bin ich mal gespannt. Aber Ebenen wird das nicht sein, weil es ist nicht eben. Entweder Gebirge oder dunkler Wald. Ja, Sumpfland ist ja meistens auch nicht so gebirgig. So, guck mal, die nächste. Hier sind recht viele unterwegs. Er wird wahrscheinlich Gebirge sein. Wird sehr, sehr sicher Gebirge sein, wenn es so gebirgig ist. Ach ja, ein Krampf. Naja, ich würde sagen, wir gucken mal hier beim Gebirge. Vielleicht finden wir noch was. Ansonsten können wir hier oben mal noch ein bisschen schauen. Eventuell ist er ja wirklich einfach weiter weg. Und hier so in dem Radius ist einfach nichts. Und der kommt vielleicht irgendwo erst in dem Radius. Wieder Ebenen. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Wie viele Ebenen kann es geben? Ich brauche dunklen Wald, Leute. Keine Ebenen. Ich weiß nicht, ob hier hinten noch was kommt. Jetzt hier in die Richtung. Vielleicht fahren wir erstmal da hoch. Ganz so nah möchte ich wieder nicht dran vorbei. Ich habe immer noch Albträume von Todeskitos. Ich wäre zwar wirklich mal gespannt, wie es aussieht aktuell. Mit unserem Schild und so. Ich denke mal, so ein Todeskito können wir bestimmt gut blocken. Und dann fix den Pfeil drauf und gut ist. Ich denke mal, es wird gar keine große Herausforderung mehr sein. Aber sobald da mehr als einer kommt, wird es halt schon wieder eklig. Und das scheint wirklich komplett Ebenen hier zu sein. Dieser Busch da oben. Ja, jetzt ist er wieder weg. Ich dachte gerade, da kommt irgendwas Monstermäßiges an. Aber es hat einfach nur diesen Busch geladen. So, wo machen wir denn jetzt lang? Wir sind eigentlich schon wieder, wir sind komplett auf der falschen Route. Ganz viele Skelette und ein Torger.
Was habt denn ihr hier zu suchen? Achso, das kleine Stück hier ist Sumpf. Ist ja natürlich auch geil. So, aber komm, wir düsen mal in die Richtung. Aus dem einfachen Grund, dass wir gerade Rückenwind haben. Das ist so selten, das müssen wir mal ausnutzen. Wir sind halt auch keine Ahnung, doppelte, dreifach so schnell unterwegs. Au, 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 ah! Shit, wir müssten eigentlich anhalten. Reparieren. Ich sehe schon mein Glück, dass jetzt eine Seeschlange kommt und das Boot schon einfach zur Hälfte kaputt ist. Ich möchte hier an den Ebenen auch nicht anhalten. Ja, jetzt machen wir uns doch wieder hier runter. Oder wir fahren hier einmal den Bogen, hier unten wieder lang und schauen dann hier drüben und machen so wieder zurück. Ich möchte halt gerade wirklich den Wind mal ausnutzen. So selten, dass wir Rückenwind haben. Und es macht uns halt einfach so verdammt viel schneller. Da drüben kommt noch Festland. Da können wir gleich nochmal schauen. Wenn ich es richtig sehe, kommt auch hier jetzt Dunkelwald. Das sieht mir aus wie eine Tanne da hinten. Das wäre eigentlich ganz gut. Einerseits würde ich eh ganz gerne anhalten, weil Boot reparieren und so. Andererseits möchte ich auch nochmal ein bisschen hier durch die Wälder streifen. Es muss ja möglich sein, den Typen zu finden. Also auf jeden Fall dunkler Wald. Perfekt. Ich habe gerade auf der Minimap dieses dunkler Wald aufploppen gesehen und dachte schon, ich hatte so ganz kurz so eine halbe Sekunde so Herzschlag von 180. Was gar keinen Sinn macht bei einer halben Sekunde, aber ich dachte kurz, oh geil, es hat glaube ich den Händler aufgeploppt. Nur sowas gesehen auf der Map, so bumm, ich dachte mir, oh das ist er, aber nein, war natürlich nur dunkler Wald. Was auch sonst. So, dann lasst uns hier mal einparken. Nennt man das Einparken? Nee, das nennt man Anlegen, ne? Bei einem Boot. So, wir brauchen eine Werkbank. Direkt wieder eine Trollhöhle, aber das war nicht hier, wo wir schon waren, oder? Nö, wir waren hier. Hier unten war die irgendwo. Zack. Dann einmal reparieren. Lasst mal kurz hier reinschauen. Wie sieht's denn aus im Storage? Na, wird doch schon langsam voll. Wird doch schon langsam ganz schön voll hier. So. Ich würde gerne irgendwas reinpacken, was schon drin ist. Damit wir nicht ganz so viel Platz verschwenden. Aber es ist irgendwie nichts mehr drin. Was wir hier oben noch nicht haben. Doch, Disteln haben wir noch. Und das war's dann langsam. Ja, dann. Nee, wir machen's anders. Dann müssen wir uns doch mal fix ein Portal bauen. Das dort. Ist einfach nur ein Ast. Sah jetzt irgendwie aus dem Winkel komisch aus. Ja, wir bauen uns erstmal ein Portal. Hier direkt davor. Wenn der Troll rauskommt, dass er direkt draufhaut, ist, denke ich, eine gute Idee. Und bring erstmal schnell den ganzen Mist nach Hause. Wir können. Nee. Doch, wir können die Distel noch mitnehmen hier drin. Zack. So. Dass wir hier wieder ein bisschen Platz schaffen. Dafür haben wir schließlich das Portal mitgenommen. Wir haben doch hier noch ganz viele Kisten stehen. Guck mal, waren sogar noch Federn drin. Machen wir uns die einfach erstmal wieder voll. Zack, zack. Das brauche ich auch nicht. Bienenkönigin weg, das weg. Wir haben schon wieder viel zu viele Pfeilsorten einstecken. Aber hier sind bloß noch 10. Dann müssen wir die jetzt mal zeitnah verschießen. So, haben wir alles? Waffe reparieren, wollen wir gleich mal noch tun? Ja, kommt, wenn wir jetzt einmal hier sind, machen wir das. Es wäre auch eine Überlegung, ob wir uns nochmal hinhauen. Weil jetzt wird es gerade dunkel und dann wisst ihr, was im dunklen Wald passiert. Dann sind wir mehr mit Grauzwergen beschäftigt, als dass wir erkunden können. Und außerdem kriegen wir jetzt nochmal schön 16 Minuten Ausgeruht-Skill. Drückt jetzt mal die Daumen. Das muss jetzt einfach mal klappen. Irgendwo muss der Typ sich doch verstecken. Wehe, wenn nicht. Ich sehe mich schon in Folge 200, wie wir immer noch auf dem Boot sind.
völlig Skorbut erkrankt, weil viel zu wenig Vitamine. Weil seit Monaten auf dem Boot oder seit Wochen. Und immer noch kein Händler in Sicht. Aber naja, wir decken ja auf jeden Fall auch ein bisschen die Karte auf. Und auch das ist es mir wert. Weil ich möchte das Let's Play ja auch nicht irgendwann mal beenden. Und wir haben hier bloß so einen kleinen Teil gesehen. Von daher, es geht ja nicht nur um den Händler. Ich hätte mal dann bloß noch zwei Suppen. So, Karottensamen. Ich mache mir trotzdem noch mal kurz hier eine Markierung, Erkundung. Und dann gehen wir mal auf die Suche. Weiß nicht, laufen wir erstmal wieder so ein bisschen am Ufer lang. Dass wir auf jeden Fall wissen, wie groß die Insel ist. Hier scheint schon Schluss zu sein. Obwohl nicht. Nee, ich glaube, da vorne geht es noch weiter. Mir fiel jetzt letztens auch mal auf, aua, dass wir andauernd von Skeletten beschossen werden. Nee, dass wir auch mal direkt ein Portal an die Opfersteine hätten bauen können. Dass wir immer direkt, ey, dass wir immer direkt uns dahin teleportieren können, um andere Skills zu holen. Aktuell reisen wir immer erstmal in die alte Basis, was aber eigentlich ziemlich hohl ist, weil wir dann immer noch ein Stück laufen müssen. Verbraucht einfach viel zu viel Zeit. Wollen wir hier nochmal rein? Ein paar Sortlingkerne holen. Hätte ich eigentlich Bock. Ist halt schön, wie easy die Dungeons mittlerweile sind. Hallo. So, da haben wir Rubin. Und ich sag mal, für die wertvollen Sachen hier, Rubine und Bernstein, was es alles gibt, ist auch nicht so verkehrt. Wir haben zwar mittlerweile echt viel Münzen. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir uns den Gürtel und so weiter nicht leisten können. Ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, wie viel das kostet. Ich weiß auch nicht, ob der immer alles im Angebot hat oder ob das auch so ein durchwechselndes Angebot ist, was er uns unterbreiten kann. Das irgendwie zeitlich oder so ist, aber ich glaube fast nicht. Aber ich habe echt gar keine Relation, was das bei dem kostet. Aber wir haben halt mittlerweile schon so viele Trolle gejagt. Und wir haben halt auch so viel Bernstein. Das können wir ja bestimmt auch alles bei dem verkaufen. Dass ich doch fest davon überzeugt bin, dass wir es uns leisten können. Aber wenn nicht, ist auch gut. Also nee, wenn nicht, ist schlecht. Aber dann ist es gut, dass wir gerade hier durch den Dungeon spazieren. Weil es uns halt doch auch jedes Mal Geld bringt. Ich wasche hier aber bloß mal fix durch, ne? Brauchen wir uns jetzt hier nicht in Ruhe irgendwas angucken. Ist hier vorne noch lang? Nee. Gut, das war's schon. Was haben wir bekommen? 3 Sortlingkerne. Das ist in Ordnung. Ich höre die ganze Zeit noch was, aber hier ist nichts mehr. Komisch. So. Hallo. Ich glaube irgendwo. Ach nee. War hier bloß der Wind. Ich dachte gerade, da kam ein Pfeil geflogen. Inventar wieder zur Hälfte voll. Ich glaube, der Gürtel macht nur das Gewicht höher. Wir kriegen, glaube ich, nicht mehr Plätze. Das wäre natürlich auch noch geil, wenn es da noch was gäbe. Ja, also hier geht es doch noch ein Stück weiter. Aber ich bin happy damit, dass ich mich jetzt doch entschieden habe, hier noch ein bisschen rumzuschauen. Ich wäre halt einfach wieder so todestraurig gewesen, wenn wir dann wieder zu Hause gewesen wären und hätten dort weitergebaut und hätten die ganze Händlersuche immer weiter vor uns vorgeschoben oder vor uns hingeschoben. So, da drüben ist auch noch dunkler Wald. Das ist prinzipiell schon mal gut.
Gefühlt habe ich in den letzten Folgen nur Ebenen gesehen. Ein Troll. Den könnten wir uns jetzt krallen. Ah, die Folge ist schon wieder vorbei. Wahnsinn. Naja, wir gucken uns nächste Folge mal die Insel noch an und dann hier da drüben noch. Hier kommt anscheinend noch Insel. Vielleicht haben wir ja Glück, zumindest ist es erstmal viel Dunkelwald. Oder viel dunkler Wald, den wir uns angucken können. Troll hat uns noch nicht gesehen. Dann machen wir hier an der Stelle Schluss mit der Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und morgen 19 Uhr geht's wie gewohnt weiter. Bis dahin. Macht's gut.